Hallo Krauselocken, ich bin's, eure Esther, und ich möchte euch auf diesem Wege mal wieder einen kurzen Haartipp geben. Und zwar habe ich meine Haare jetzt ziemlich lange, ich glaube es waren schon ein paar Monate, in Marley-Twists getragen. Also da gibt es ein Video bei krauselocke.de hier auf unserem Channel, da zeige ich auch nochmal, wie das geht mit den Twists. Und zwar habe ich diese Twists als Protective Style genutzt, weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da wusste ich einfach nicht mehr weiter und hatte gar keine Ahnung mehr, was ich mit meinen Haaren machen sollte. Das war auch irgendwie nebensächlich im Moment in dieser Lebensphase. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr so viel zu tun habt, dass die Haarpflege ganz hinten ansteht. Aber Haarpflege ist halt wichtig, weil die Haarpflege ist ja auch ein Ritual, das dich mit dir selbst verbindet. Aber manchmal hat man dazu keine Zeit. So war es bei mir vor ein paar Monaten. Zack, meine Schwester kam an, hatte diese wunderschönen Marley-Twists und ich dachte, das ist die Lösung, habe ich auch gemacht. Und es war super, meine Haare sind super gewachsen, wie ihr seht. Es gibt ein paar alte Videos von, zum Beispiel die Videos mit Mary und mir, da habe ich die ja gerade frisch geschnitten. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren und jetzt sind sie toll gewachsen. Also ich bin total zufrieden. Ich benutze kein Glätteisen und ich wasche sie, also ich gehe duschen, wasche sie ganz normal, mache mir dann meine Flechtezöpfe rein, dass sie so trocknen oder Twists, manchmal auch einfach so und ich bin super zufrieden. Aber vorher, bevor ich diese lange Protective Style Phase hatte, ging das gar nicht. Ich muss zugeben, ich habe sehr oft zum Glätteisen gegriffen und mir Zeug reingeklatscht, noch und nöcher. Also ich war wirklich nicht in meiner Haarmitte. So, dann habe ich aber jetzt ewig lange diese Twists getragen und dann gar nicht mehr so doll auf Haarpflege Acht gegeben, weil du hattest ja, ich hatte ja die Twists drin. Also einfach nur mit den Twists Haare waschen, bisschen Spülung rein, manchmal Kur, aber alles mit Twists und die Twists dann immer mal wieder aufgemacht und wieder neu reingemacht, aber nie komplett, immer nur so einzelne. Ich bin froh, dass das geklappt hat und meine Haare nicht verfilzt sind, also ich weiß nicht, ob ich dir das empfehlen möchte. Meinen Haaren hat es gut getan, aber du musst es wirklich für dich selber ausprobieren. Aber nach so einer langen Zeit hatte ich plötzlich keine Ahnung mehr, was ich mit meinen Haaren machen sollte. Also wie pflege ich meine Haare? Und habe die Twists dann rausgenommen. Auf jeden Fall dachte ich, jetzt gebe ich alles. Ich habe mir eine Kur zusammengemischt, ich habe den Apfelessig rausgeholt, ich habe alles gemacht, Kokosöl, Pre-Poo, hab mir das Kokosöl in die Haare geschmiert, das rausgespült, dann die Haare mit zig Spülungen und Kuren behandelt und dann zum Schluss den Apfelessig-Rinse darüber laufen lassen. Alles, weil ich dachte, ja, jetzt musst du all die vergangenen Monate mit Twists wieder aufholen. Ja, und dann wollte ich mit meinem Mann ausgehen. Zum Glück nicht auf eine Party oder so, wir wollten rausgehen und ich habe mich fertig gemacht und mit meinen frischen Haaren und er kam und meinte, deine Haare riechen irgendwie komisch. Ach, Leute, ihr könnt euch vorstellen, der Tag war für mich gelaufen. Ich sagte, was? Wir wollen jetzt rausgehen und du sagst mir das erst jetzt. Warum konntest du nicht vorher sagen? Ich habe meine Haare schon gestern gewaschen. Und der arme Mann musste halt alles abbekommen. Worauf ich hinaus will, ist, weniger ist mehr. Also ich kam jetzt nochmal rein in die Haarpflege und habe wirklich gemerkt, es muss nicht immer so viel sein. Es muss nicht immer vor jeder Haarwäsche das Öl reingeschmiert werden, 1000 Kuren rein, den Apfelessig und alles auf einmal. Also klar, Pflege ist wichtig, aber ich habe wirklich gemerkt, auch durch die längere Protective Style Pause, dass weniger wirklich mehr ist. Und seit ich das weiß, brauche ich auch gar nicht mehr so viel Zeit mit der Haarpflege. Und je weniger ich an meinen Haaren rumzibbel und rummache und mir Sorgen über sie mache, desto einfacher ist das mit der Haarpflege. Und deshalb möchte ich das jetzt auch ans Herz legen. Klar, das Wissen über dein Haar und über die adäquate Pflege ist ganz, ganz wichtig. Aber keine Panik und kein ich muss das und ich muss dies und ich muss jenes. Also ganz locker, ganz entspannt. Weniger ist echt oft mehr. Vor allem jetzt gerade nehme ich das Video auf im Sommer. Da haben wir eh noch mal Glück. Vielleicht sieht das Ganze im Winter noch mal anders aus.
mit der Haarpflege, aber im Sommer trocknen die Haare ja auch schneller und vielleicht macht das die Pflege auch leichter. Und früher, wenn ich schwimmen gegangen bin zum Beispiel, dann wollte ich mit dem Kopf nicht unter Wasser tauchen, meine schönen Haare und dies und das. Selbst das habe ich jetzt oder noch nicht vollkommen, aber bin dran, das zu eliminieren oder aus meinem Leben zu verbannen und da auch viel entspannter zu sein, weil es gibt doch nichts Schöneres, als an einem heißen Sommertag ins kühle Nass zu springen, mit dem Kopf unterzutauchen, diese Erfrischung zu spüren. Ja, in diesem Sinne, weniger ist mehr, auch bei der Haarpflege. Und habt eine gute Zeit. Bis bald. Keep it kraus. Eure Esther. Abonniert unseren YouTube-Channel, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und besucht krauselocke.de. Keep it kraus!